Hallo zusammen, mein Name ist Thorsten Ritter vom Team Ironshort. Ein guter Kumpel hat mich mal gefragt, wie ich eigentlich zum Forellenangeln gekommen bin. Ja, die Frage ist einfach beantwortet. Als waschechter Allrounder war ich während der Schonzeit auf der Suche nach einer Alternative. Ja, und was gibt es da Besseres oder Schöneres als eine Forellenanlage, die gut bestückt ist, die neben Forellen oder Salmoniden eben auch Störe, Welse und andere Fischarten noch bietet und wo man mit wirklich relativ minimalistischem Tackle, also man muss einfach nicht viel mit ans Wasser schleppen, den maximalen Erfolg erreichen kann. Wir sind heute im Forellenhof Ittertal, im wunderschönen Odenwald. Heute Morgen haben wir gestartet bei minus 4 Grad. Es war wirklich bitterkalt, es war eine klirrende Kälte und wir haben ja wirklich Angst gehabt, dass wir hier keinen einzigen Fisch heute an Land kriegen würden und ja, haben die schlimmsten Erwartungen sozusagen gehabt. Dem war zum Glück nicht so. Wir haben schöne Fische gefangen, wir haben auch viele Fische gefangen. Und jetzt haben wir so eine Stunde, anderthalb Stunden noch, bis es dunkel wird. Und haben uns gedacht, jetzt schauen wir mal, wir versetzen uns mal in die Lage von einem Kurzentschlossenen oder von einem Neuling, der mal ausprobieren will, wie es an der Forellenanlage ist und versucht mal auf die Schnelle sozusagen einen Fisch zu fangen. Und wie wir das machen oder was wir da machen und wie wir das Ganze angehen, das versuchen wir euch jetzt mal am Kiloteich nahezubringen. Ja, wir hatten es ja eben schon davon gehabt, dass Zeit Trumpf ist, weil wir haben nur noch knapp ein Stündchen sozusagen Tageslicht, sind jetzt mit euch mal zum Kiloteich gegangen und wollen einfach mal schauen, ob sozusagen für Kurzentschlossene es tatsächlich machbar ist, innerhalb von kurzer Zeit noch einigermaßen Fische fangen zu können. Und das mit wirklich minimalistischsten Tackle, was wir dabei haben. Also in Summe haben wir letzten Endes nur eine Spoonroute dabei. Es ist in meinem Fall ist das jetzt die Danish Edition in 2,13 Meter mit 0,6 bis 8 Gramm Wurfgewicht. Ich habe eine 004er geflochtene Hauptschnur drauf. Ich habe ein monophiles Vorfach davor geschaltet, beziehungsweise ein Fluorocarbon-Vorfach und habe in dem Fall jetzt einen Deep Spoon mit 4 Gramm und einen braunen Duck Spike dran. Das ist das, was sozusagen das Tackle ist bezüglich der Route. Ansonsten Totschläger. Thema minimalistisch, Taschenmesser am Schlüsselbund sozusagen, ein Kescher und das war's. Damit sollten wir eigentlich heute Fische fangen können. Dazu noch was. Wichtig ist, ich habe hier noch mein Spoon-Möppchen dabei. Da sind wirklich nur Spoons drin. Und entscheidend bei der ganzen Sache ist ja rauszubekommen, wo befinden sich gerade die Fische im Teich. Weil wenn ihr schnell Erfolg haben wollt, müsst ihr schnell an die Fische kommen. Und am einfachsten geht das, indem ihr eben die Wasserschichten sozusagen durchfischt. Und das funktioniert am besten mit unterschiedlich schweren Spoons. Bedeutet, wir haben hier jetzt einmal einen Spoon von 1,9 Gramm. Den kann ich relativ flach an der Oberfläche führen. Dann haben wir einen Spoon, der hat 3 Gramm. Da kommen wir gut mit dem Mittelwasser zurecht. Und wir haben einen Spoon mit, ich glaube, 4,5 oder 4,6 Gramm. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Damit kommen wir super zum Grund und können sozusagen den Grundbereich abfischen, den auch mal über Grund schrammen lassen und können so normalerweise relativ schnell rausbekommen, wo sind die Fische und wo sind sie vor allem aktiv. So, wie schon eben erzählt, kommt es uns jetzt darauf an, dass wir natürlich möglichst schnell an den Fisch kommen müssen, weil Tageslicht ist nicht mehr lange und wir haben einfach nicht mehr genügend Zeit, um hier in aller Ruhe und entspannt zu gucken, wo die Fische sind. Das heißt, es muss jetzt schnell gehen. Schnell gehen bedeutet, ich habe jetzt erstmal einen leichten Spoon gemacht für den relativ oberflächennah. Wenn da nichts ist, wechsle ich auf einen mittelschweren Spoon und durchfische sozusagen das Mittelwasser. Und sollte da auch nichts kommen, dann werden sie sehr wahrscheinlich am Grund stehen. Und dazu nehme ich dann natürlich den schwersten oder einen der schwersten Spoons, die ich dabei habe und lasse den sozusagen dann grundnah durchs Wasser gleiten. Was hier jetzt noch zu sagen ist, diese Geschichte, oben anzufangen, um nach unten durchzugehen, hat folgenden Hintergrund. Es kann ja sein, dass die Fische oberhalb oder in der Mitte stehen. Sollte ich jetzt einen Spoon nehmen, der zu tief läuft, dann tue ich den Fisch quasi erschrecken. Also sprich, ich führe meine Schnur oder den Spoon eben an dem Fisch vorbei und er erschrickt dann. Fange ich von oben an zu fischen, dann führe ich ja quasi im schlimmsten Fall auf der Höhe, wo ein Fisch, der Nahrung aufnehmen möchte, steht und fressbereit ist. Somit kann ich den nicht erschrecken. Also von daher als kleiner Tipp, immer anfangen
von oben nach unten die Wasserschichten sozusagen zu durchfischen, dass wir keinen Fisch sozusagen unnötig erschrecken können. Das kann man nämlich aktuell jetzt überhaupt nicht gebrauchen, wenn wir wirklich nur so wenig Zeit zur Verfügung haben. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ganz wichtig, oben anfangen und wie gesagt, das Ganze von oben nach unten durchfischen. Die verschiedenen Gewässerschichten von oben nach unten durchfischen. Oberfläche habe ich jetzt abgefischt, da kam nichts, kein einziger Zupfer, also sprich jetzt eine Etage tiefer. Stupsen im Moment nur noch, habe ich das Gefühl, also da kommt wirklich nicht viel Zählbares im Moment raus. So, da haben wir den ersten Fisch gefunden, zu aller Erstaunen tatsächlich im Mittelwasser. Also Fisch ist nicht am Grund unterwegs gewesen, sondern eben im Mittelwasser und wie es für mich aussieht, ist es wieder mal ein Saibling. Es macht eine riesen Laune. Bei der Wassertemperatur sind die natürlich enorm kampfstark, die Fische. Und das an der Ultraleitroute, also that makes me happy. Da ist er, der Gute. Viertelstunde gefischt. Erster Fisch, ein super schöner Saibling, also der wird in der Pfanne wohl munden und er kam im Mittelwasser. Also ihr seht, es ist jetzt ein 2,9er, 3er, also 3 Gramm Spoon ungefähr und wie gesagt, Fisch kam aus dem Mittelwasser. Schauen wir mal, ob es im Mittelwasser noch weitere Fische gibt oder ob wir noch mal eine Etage tiefer gehen, sodass sie noch einen Tick tiefer stehen und der kam halt einfach mal nach oben. Wir werden es sehen, seid gespannt. Wow! Ja, Thema Mittelwasser hat wieder geklappt. Das ist irgendwie gerade, ich habe noch keine Ahnung, was eingestiegen ist. Auf jeden Fall, der Fisch ist jetzt 4 oder 5 Mal hintereinander komplett aus dem Wasser gesprungen. Ist nichts Großes, aber wie gesagt, hat im Mittelwasser den Köder attackiert. Oh, da ist er schon. Ich glaube, es müsste eine Regenbogenforelle sein. Ja. Aber auch wieder schön kampfstark, die Fische. Muss ich mich mal gerade mal zu meinem Kescher durcharbeiten. Beziehungsweise der Kameramann macht jetzt mal Doppeljob und keschert. Und der Fisch will noch nicht. Geht noch mal in die Bremse. Und da ist er. Ja, Plan geht auf. Wir haben die Fische gefunden. Sie stehen im Mittelwasser und demzufolge fischen wir das jetzt erstmal gründlich aus. Ganz entscheidend hierbei ist allerdings, dass ihr wirklich die Fische sucht. Also das, was ich schon mehrfach erwähnt habe, eben von oben nach unten die Wasserfläche durchsuchen, eben auch wirklich akribisch umsetzt und das eben nicht nur auf einer Bahn macht, sondern wirklich über den kompletten Teich verteilt. Also am besten links angefangen und sich einmal durch den kompletten Teich bis nach rechts rüber durchgearbeitet und das alles, wie gesagt, in der gleichen Wasserschicht. Also erstmal oben, dann das gleiche wieder, von mir aus dann von links nach rechts zurück oder von rechts nach links zurück, ja, im Mittelwasser. Und ja, da haben wir jetzt zum Glück schon mal Erfolg gehabt und jetzt probieren wir das Ganze noch mal eine Station tiefer und schauen, was dann sozusagen noch kommt. Ihr könnt es sehen, ich bin schon wieder dick eingemummelt. Die Sonne ist hinter den Bergen im schönen Odenwald untergegangen. Ich hoffe, wir haben euch zeigen können, quick and dirty ging es auf die Forellen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit die Fische ausfindig gemacht. Diesmal waren sie im Mittelwasser. 2 schöne Fische gefangen.
Mission erfüllt und jetzt freue ich mich auf einen warmen Kakao und ein leckeres warmes Essen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und nicht vergessen, Beitrag liken, Daumen nach oben und über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. Macht's gut, ciao.